Tim und Struppi und das Geheimnis der Einhorn folgt der Geschichte des gleichnamigen Kinofilms, der Ende Oktober in die deutschen Kinos kommt. Ob das Spiel aus der Masse der Lizenzprodukte heraussticht, erfahrt ihr in unserem Videotest. Gut, braver Hund! Im Spiel schlüpft der Spieler in die Rolle von Tim, einem 17-jährigen Reporter, der auf einem Flohmarkt ein altes Schiffsmodell der Einhorn ersteht. Als Tim im Rumpf des Schiffes eine mysteriöse Nachricht findet, beginnt ein Wettlauf gegen dreiste Diebe, um den Schatz der Einhorn zu finden. Doch Tim jagt die Schurken nicht alleine. So begleitet ihn sein bester Freund Struppi, ein cleverer Fox-Terrier. Zusammen bereisen die beiden die Welt und treffen dabei auf zahlreiche bekannte Charaktere des Tim und Struppi-Universums. Kapitän! Sind Sie Nachfahre von Ritter Franz von Adock? Kommandant des Dreimasters Einhorn unter Ludwig dem 14.? Wer waren Sie gleich? Mein Name ist Tim. Ich bin Reporter. Ich besitze 2 Pergamente, handgeschrieben von eben jenem Franz von Adock. Ich suche einen Schatz. Den lange verschollenen Schatz der Einhorn. Das reicht jetzt! So trifft man Kapitän Haddock, dessen Vorfahre am Steuer der Einhorn stand und das Schiff gegen Piraten verteidigte. Mit dabei sind aber auch Charaktere wie die Schulzes, Bianca Castafiore, Nestor oder Schurke Alan Thompson. Wo andere Filmumsetzungen gerne gravierende Lücken in der Geschichte aufweisen, wirkt Tim und Struppi wie ein vollständiges Produkt. So kann man die Geschichte auch dann nachvollziehen, wenn man die Bücher oder Filme nicht kennt. Kein Sprit mehr. Festhalten. Tim und Struppi und das Geheimnis der Einhorn vereint 2D- und 3D-Elemente. Dabei stehen die zweidimensionalen Elemente jedoch deutlich im Vordergrund. So springt und klettert Tim durch die Level, wie man es von klassischen Jump and Run à la Donkey Kong Country oder Prince of Persia kennt. Dabei müssen Ebenen gewechselt, aufeinanderfolgende Sprungpassagen gemeistert oder Schalter gedrückt werden. Zudem trifft Tim ständig auf Handlanger von Alan Thompson, die sich ihm in den Weg stellen. Dabei erhält der Spieler fast immer die Möglichkeit, über das Vorgehen selbst zu entscheiden. So darf man zahlreiche Gegner frontal angreifen, kann diese jedoch auch umlaufen oder die Umgebung zu seinem Vorteil nutzen. Gelegentlich wechselt die Kamera zudem in die 3D-Ansicht, wenn Tim in seiner Rolle als Reporter Menschen befragen muss oder Struppis Nase einer Spur folgt. Diese Elemente wurden jedoch auf ein Minimum reduziert. Um für Abwechslung zu sorgen und die epische Reise zu unterstützen, wurden ebenfalls kleine Minispiele eingebaut, in denen Tim und Haddock mit einem Motorrad oder Flugzeug unterwegs sind. Diese Minispiele folgen zwar stets dem gleichen Ablauf, sind aber eine willkommene Abwechslung im Spielverlauf. Sehr amüsant sind dahingehend auch Flashback-Momente zu Einhorn, in der man als Haddocks Vorfahre das Schiff gegen angreifende Piraten verteidigen muss. Sämtliche Minispiele lassen sich zudem auch über das Menü aufrufen. Neben der knapp 4,5 Stunden langen Einzelspielerkampagne wurde auch noch ein Abenteuermodus mit 9 Zwischensequenzen integriert. Diese Szenen spielen nach dem Ende der Hauptkampagne, sind aber auch zum Start der Disc auswertbar. Im Modus dürfen Spieler alleine oder mit einem Koop-Partner einzigartige Level spielen. In diesem Modus werden Schätze gesammelt und Kostüme freigeschaltet. Da jeder Level einzigartig ist, bleibt die Motivationskurve erhalten. Wer alle Level abschließen möchte, darf deshalb mit ca. 3 zusätzlichen Spielstunden rechnen. Kapitän! Alter Tollpatsch! Wieso ich? Kapitän! Aufwachen! Ich bin's, Tim! In der Regel sind Videospielumsetzungen von Filmen nicht besonders gut. Tim und Struppi bricht aus diesem Schema aus. Obwohl der Titel relativ kurz ist und eine echte Herausforderung fehlt, sollten Spieler eine Menge Spaß haben. So ergibt die Geschichte auch ohne Hintergrundwissen Sinn, die Sprungpassagen laufen flüssig ab, die Grafik glänzt mit Lichteffekten und für Abwechslung in Form von Minispielen und Rätseln ist gesorgt. Wer auf Oldschool Jump and Run steht oder Tim und Struppi mag, sollte für den niedrigen Startpreis von knapp 39 Euro diesen Titel nicht auslassen.